100 Pro hast du schon mal in deinem Fitnessstudio gesehen, dass jemand seinen Bauch so trainiert, dass er die Füße unten irgendwo einklemmt und dann hier seine Sit-Ups macht. Das Problem daran ist, dass sobald du aber deine Füße einklemmst, dein Hüftbeuger es viel einfacher hat, dich hochzuziehen und dadurch natürlich auch mehr arbeitet und nicht dein Bauch. Das zweite Problem ist, dass die Leute dann versuchen, hier im Oberkörper gerade zu bleiben, aber dann hast du erst recht den Bauch nicht drin. Der hält dann nur ein bisschen Spannung, aber du hast nicht diese konzentrische, exzentrische Bewegung, wie du eigentlich im Training haben willst. Von daher bitte die Füße nicht einklemmen, ohne diese Hilfe arbeiten und dich dann hier nach oben rollen. Wirklich hier einrollen, so einen Crunch machen oder ganz nach oben den Sit-Up. Das sind zwei verschiedene Übungen, aber wirklich Wirbelsäule einrollen und die Füße nicht einklemmen.